Hallo, es freut mich, dich begrüßen zu dürfen in diesem Video. Mein Name ist Enrico Gerloff, Geschäftsführer von sorglosmakler.de. Sollte dich das Thema Immobilien interessieren, dann abonniere den Kanal Die Sorglosmakler und verpasse kein Video mehr. In diesem Video geht es um das Thema Solardächer von Häusern. Die Medien berichten tagtäglich über die Energiewende und auch die Nachhaltigkeit ist mittlerweile in unserer Gesellschaft angekommen. Aus diesem Grund habe ich heute eine Person eingeladen, die ein sehr innovatives Produkt anbietet, welches umweltfreundlich und kostensparend ist und darüber hinaus den Markt für Dächer revolutioniert. Zu Gast ist heute Dr. Stefan Tölpe von Energie Deutschland und ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Stefan, herzlich willkommen bei den Sorglosmaklern. Stell dich doch gerne mit deinen Zuschauern vor. Vielen Dank für die Einladung, Enrico, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Dr. Stefan Tölpe. Ich bin der Geschäftsführer von der Energie Deutschland GmbH und ich bin seit 4 Jahren in Magdeburg, 43 Jahre alt, Vater einer kleinen Tochter und verantwortet für die Energie Deutschland GmbH das Geschäft auf dem gesamten deutschen Markt. Ja. Danke, Stefan. Die erste Frage, die mir aufgekommen ist, wie ist denn an sich die Idee des Solardachs entstanden? Also die Idee des Solardachs ist in Dänemark entstanden und man hat sich immer die Frage gestellt, wie kann man im Prinzip Stromerzeugung aus aktiven Dachflächen in die Wege leiten, anstatt von Zusatzprodukten auf passiven Dachflächen. Und dabei ist dann die Idee eines Solardachs entstanden, das heißt eine aktive Dachfläche, die Strom produziert, statt einer passiven Dacheindeckung. Und das sieht zudem besser aus und hat viele technische Vorteile. Ah, okay. Und welche Vorteile bietet mir denn das Solardach gerade gegenüber dem klassischen Dach? Ich denke jetzt mal an den Tondachziegel. Ja. Was habe ich da für Vorteile als Eigentümer? Der größte Vorteil ist, dass ein klassischer Tondachziegel immer nur eine Ausgabe ist. Das heißt, das Geld gibt man aus und sieht es nie wieder. Ein Solardach ist eine Investition. Das bedeutet, das ist am Anfang ein bisschen teurer, aber eine Investition kennzeichnet sich ja dadurch, dass man das Geld am Ende des Tages wiederbekommt. Und man hat in der Regel hinterher mehr Geld in der Tasche als vorher. Zudem ist das Solardach optisch deutlich ansprechender als klassische Aufdachanlagenlösungen und es ist Sturm- und Hagelsicher, was in heutigen Zeiten auch ein wichtiger Faktor ist. Und wenn ich jetzt ein Gebäude habe, also ein klassisches Einfamilienhaus, welche Kriterien müssen denn erfüllt sein? Also kann jedes Gebäude grundsätzlich dafür mit einbezogen werden oder gibt es Ausnahmen? Also grundsätzlich eignet sich das Solardach eigentlich für jedes Gebäude, das heißt sowohl für Dachsanierungen als auch für Neubauten. Das Dach sollte aber mindestens eine Dachneigung von 8 Grad haben, das heißt Flachdächer funktionieren für uns nicht. Ansonsten stellt unser Produkt keine besonderen Anforderungen an den Gebäudetyp oder an die Dacheindeckung. Und wie lange dauert so eine Dacheindeckung jetzt, wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe? Also in der Regel dauert eine Dacheindeckung mit dem Energie Solardach nicht länger als eine klassische Dacheindeckung plus die Installation einer Photovoltaikanlage. In der Regel sind Projekte innerhalb von 1 bis 2 Wochen komplett abgeschlossen. Wow. Ich hatte auch gesehen auf eurer Webseite, ihr habt da jetzt ein ganz, ganz tolles Projekt als Zuschlag bekommen mit 80 Häusern in Berlin. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Habe ich denn als üblicher Einfamilienhausbesitzer auch die Chance, durchaus mir sowas anzueignen, beziehungsweise was sind genau meine lukrativen finanziellen Dinge, die mich da ansprechen? Und die Kapazitäten auch dahinter, habt ihr auch für den einzelnen Einfamilienhausbesitzer Zeit? Ja, also haben wir definitiv, aber tatsächlich boomt die Solarbranche momentan und wir vergeben zurzeit die letzten Aufträge für 2022, danach sind wir schon in 2023, also unser Produkt ist Gott sei Dank gut nachgefragt und gut gebucht. Tatsächlich sollte sich aber jeder Eigenfamilienhausbesitzer heutzutage mit dem Thema Photovoltaik und Solardächern auseinandersetzen. Viele Eigentümer und Interessenten treibt immer das Thema Zinsen um, was ja zu Recht auch ein wichtiges Thema ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass moderne Einfamilienhäuser heutzutage 8.000 bis 10.000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbrauchen, haben wir bei Strompreisen von 50 Cent pro Kilowattstunde, wie wir sie bestimmt nächstes Jahr sehen, eine monatliche Belastung von über 400 Euro bis teilweise 500 Euro nur für Stromkosten, die zu den Zinsen dazukommen. Und das über ein ganzes Leben lang. Und das sind Themen, mit denen sich die Leute teilweise nicht beschäftigen bzw. es ausblenden. Das wird aber ein Thema sein, was die meisten Einfamilienhausbesitzer und auch unsere Branche in den nächsten 10 bis 15 Jahren ganz, ganz intensiv beschäftigen wird und auch sollte. Jetzt hast du ja schon angedeutet, also dass es tatsächlich eine sehr hohe Nachfrage kommen kann und wir hatten das Thema auch die Kapazität. Sind es denn auch Dinge, die für euch interessant sind? Also da sucht ihr da Kooperationspartner. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, der Dachdecker ist sicherlich für euch ein Ansprechpartner oder auch der Architekt, der die Lösung noch gar nicht kennt. Ja.
Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also grundsätzlich ist unser Tätigkeitsfeld ganz breit. Ne? Also wir sind natürlich an jedem Bauwilligen oder Sanierungswilligen interessiert, aber natürlich auch so an den Multiplikatoren, das heißt Dachdecker, Zimmerleute, Energieberater, Architekten sind eine ganz wichtige Kundengruppe für uns, Projektentwickler, die also auch große Projekte entwickeln. All das ist interessant. Überall dort, wo ein Dach gebaut wird, kommt unser Produkt im Prinzip in Frage. Mhm. Jetzt habe ich ja auch so schon leicht mitbekommen, dass du auch gewisse Vorerfahrungen schon hattest, gerade in den erneuerbaren Energien. Welche Erfahrungen hast du da genau gesammelt? Also ich bin ja von Hause aus Volljurist und als Rechtsanwalt auch zugelassen und habe im Prinzip ein ganzes Leben lang mit erneuerbaren Energiethemen gearbeitet, Windenergie, Photovoltaik, in großen und in kleinen Projekten. Also da kann ich schon auf eine ganze Reihe von Erfahrungen zurückblicken in den letzten Jahren. Also gerade wenn du da denn doch schon der Experte bist in dem Bereich, wie siehst du denn da unsere Zukunft, wenn du jetzt gerade mal so an erneuerbare Energien denkst und in den nächsten 5 bis 10 Jahren den Weitblick hinaus gibst. Was kommt da auf uns zu und welche Tipps hättest du auch, dass wir uns da jetzt schon bestmöglich darauf vorbereiten? Also man braucht ja bloß die Medien und die Nachrichten verfolgen. Geopolitisch sind natürlich Abhängigkeiten von Russland, von russischem Gas, von fossilen Brennstoffen, Verkehrswende, Themen, die uns wirklich definitiv die nächsten Jahre ganz, ganz elementar beschäftigen werden. Und jeder kann seinen eigenen Beitrag dazu leisten, ein bisschen die Welt ein Stückchen besser zu machen, für sich und seine Kinder und seine Familie natürlich auch, indem wir wegkommen von diesen Abhängigkeiten, unseren eigenen Strom produzieren, denn jede selbst produzierte Kilowattstunde Strom ist eine Kilowattstunde, die ich nicht von woanders kaufen muss, wo ich nicht Strom, Gas oder Öl fördern muss für, und damit mache ich die Welt am Ende des Tages ein Stückchen besser und kann natürlich auf jeden Fall auch Geld einsparen, was ja auch ein wichtiges Thema für uns ist, und das ist etwas, worum die meisten Bauherren, Häuslebauer etc. heutzutage nicht mehr drum herum kommen werden. Stefan, vielen Dank. Also das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich gewesen. Gerade was die Zuschauer auch nochmal interessiert, wie verhält sich denn das preislich? Gerade wenn ich jetzt wirklich gegenüberstelle das Solardach gegenüber den klassischen Tondachziegel. Ja, also der Preis, also der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Man kann nicht eine technisch aufwendige Anlage mit einem Stück Stein vergleichen, aber man kann sehr gut eine klassische Dacheindeckung mit einer vergleichbar großen PV-Anlage gegenüberstellen. Da sollte das Endogy-Solardach in jedem Fall nicht teurer sein. Das heißt, wir sind also auf dem gleichen Level, was man ausgeben müsste, wenn man sich für beide Lösungen getrennt voneinander entscheidet. Dagegen haben wir dann aber viele, viele technische Vorteile und natürlich die viel bessere Optik. Und das ist etwas, was wir allen Eigentümern mitgeben können. Wer sich für ein Solardach entscheidet, kriegt auf jeden Fall den Hingucker und die Kirsche auf der Torte für sein Objekt. Denn die Leute bleiben stehen und fragen sich, was hat der denn da gebaut? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das sieht toll aus. Das sind die Erfahrungen, die wir machen, dass sich die Leute, die sich dafür entschieden haben, am Ende des Tages sehr, sehr glücklich damit sind. Und am Ende des Tages auch nicht mehr Geld ausgegeben haben als für eine klassische Lösung. Super. Ich denke, da ist wirklich eine hohe Neugier geweckt worden und das Thema wird uns ja wirklich immer mehr auch verfolgen. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Also auch gerne, wenn die Zuschauer daran interessiert sind, in Zukunft noch mehr Einblick von dir da zu finden, dass du dich nochmal bereitstellst. Das würde uns freuen. Super, und sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also das Thema ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ihr habt es sicherlich auch selbst so empfunden. Habt ihr das Interesse, zu den Themen erneuerbare Energien weitere Dinge zu erfahren? Schreibt das gerne in den Kommentaren oder abonniert uns zu dem Thema Immobilien. Wir freuen uns auf euch, die Sorglos Makler.